Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in der Pazifik-Kampagne unterwegs und genau, haben uns jetzt hier weiter Schritt für Schritt weitere Inseln erobert. Und genau, machen da jetzt weiter im Prinzip. Und wir müssen eine Insel finden, die, wo wir einen Flughafen drauf bauen können. Und da bin ich doch jetzt gerade sehr überfragt, wo diese Insel sein soll. Unsere Einheiten werden leider auch immer weniger. Nein, 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 bleib doch hier. unsere Einheiten werden auch immer weniger. Aber ich würde sagen, wir landen jetzt einfach hier. Kommt. Wir landen jetzt einfach mal hier auf dieser Insel, auch wenn wir hier gar nichts sehen. Boah, und wir haben hier einiges an Luftunterstützung. Das ist sehr gut. Könnt ihr nicht? Doch, ihr könnt. Nicht so schnell hier. Hallo, was machst du? Geh mal in die Bucht hier rein. So, Freunde. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier den Flughafen aufbauen können. Aua! So. Oh, diese Schiffe, ne? Die können einen schon kirre machen hier, was? Was macht ihr? Was macht ihr da? Ach, genau, der Arzt, der rennt mal wieder an die vorderste Front. Das ist natürlich mal wieder sehr sinnvoll, ne? Ja, okay, aber wir haben noch ein paar. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Empire Earth. Und ich bin vor allem erstmal froh, dass ihr hier eingeschaltet habt, tatsächlich. Oha. Und ja, wie es hier dann weitergeht mit der Eroberung des Pazifiks. So, Freunde, wir sind schon ziemlich weit, finde ich. Also ziemlich weit hier oben. Die Ärztin, was machst du da? Hilf doch hier. Ich bin dran. Ja, du bist dran. Hilf. Hilf ihm. Ist verletzt. Ja, genau. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie wir hier an diesen Bunker drankommen. Ah, alter Fuck. Verdammt, nein. Boah. Gut, ich brauche dann hier auf jeden Fall die Mörser. Die hier. Fertig, Sir. Ja, genau. Dann hier. Hier bitte drauf. Da. Bam. Bam. Wunderbar. Alle einfach nacheinander platt machen, alle Bunker. Und bam, weg damit. Sehr schön. Nein, 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 nein. Uff, Gott. Puh. Okay, alles klar. Gott sei Dank, sage ich da nur. Naja, ich sehe keine Explosion. Was schau ich das mal an? Die sind hier doppelt. Zweistückig die Bunker. Krasse Teile, ey, echt. So. Haben wir es bald mal? Verdammt nochmal. So. Mensch. Alles klar. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Zelte. Oh, eine Radarstation. Ach, du Heilige. Nein, nicht die Ärztin. Eine Ärztin mit einer Männerstimme. Ist auch geil. Boah. So. Auf die Radarstation. Kaputt machen, los. Und ja, das läuft doch wieder nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht läuft das. Zeigt es ihnen. Ihr macht bitte diesen Bunker hier kaputt. So, genau. Und ja, dann machen wir hier weiter Stress. Die rennen natürlich mal wieder in vorderste Front, ne, ist klar. Meine Güte, was für eine stabile Radarstation, ey. Echt. So, dann alles platt machen. Wunderbar. Sehr schön. Und du gehst bitte nach hinten, Ärztin. Verdammt nochmal. Ja, der feindliche Stützpunkt wurde zerstört. Das heißt, wir können doch hier... Die Stelle hier scheint zu passen. Ah. Sehr schön. Aber wo denn? Aber wo denn? Ja gut, okay. Er ist verletzt.
Ja, ihr könnt uns helfen, und zwar könnt ihr gleich einen Flughafen bauen. Ganz da oben, also, okay. So. Mit Volldampf. Sehr schön. Gut, dann hoch da. Los. Was haben wir jetzt hier als Neues? Bauen Sie einen Flugplatz. Das machen wir. Alles klar. Ja, Freunde, in der letzten Folge haben wir hier ein Steinzeitvolk gefunden, mit denen wir leider wieder nicht handeln können. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig für diese Mission. Wir werden angegriffen. Oh! Um Himmels Willen! Kein Schiff, bitte! Kein Schiff, bitte, Leute! Ach, was macht ihr denn? Oh! Hört ihr aber auf! Schieß auf das Schiff! Mach das Schiff kaputt! Ja, Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank. Schiff kaputt. Puh, ey, vor Schiffen habe ich hier echt Angst. Mit Volldampf. So, wunderbar. Dann könnt ihr jetzt mal hier... Nein, einen Flugplatz aufbauen. Ja, sehr gut. Okay, alles klar. Dann baut den mal auf. Wir haben zum Glück genug Holz, tatsächlich. Was ich auch geil finde hier in dieser Mission, ist dieses Schritt für Schritt aufbauen irgendwie. Schritt für Schritt erobern und aufbauen. Das finde ich richtig, richtig nice, muss ich tatsächlich sagen. Ja, finde ich gut. Ihr könnt mal bitte hier hin. Mal ein bisschen den Bereich da erkunden. So, perfekt. Cutscene. Radarkontrolle hier, Hauptquartier. Wir haben eine Nachricht abgefangen, die es heißt, dass Admiral Isoroku Yamamoto persönlich die Frontlinien seiner Truppen inspizieren wird. So eine Gelegenheit gibt es nur einmal im Leben, meine Herren. Alarmieren Sie unverzüglich unseren Vorpostenflugplatz, damit wir ein paar P-38 in die Luft bringen und Yamamotos Flugzeug abschießen. Verstanden, Haru. Wir werden es unseren fliegenden Jungs sofort melden. Hoffentlich kommen die schnell genug hoch. Vorpostenflugplatz, hier Radarkontrolle. Seht zu, dass ihr so schnell wie möglich ein paar P-38 in die Luft kriegt. Yamamoto treibt sich hier in der Gegend herum und das ist unsere Chance, ihn außer Gefecht zu setzen. Wir geben euch Bescheid, sobald wir ihn sehen. Der hat sich gerade eben... Der hat sich ja geil angehört, gerade eben. Einfach mal besoffen. Ich weiß nicht. Oh Mann, einfach mal total besoffen, der Typ, ey. Das war doch mal herrlich. Das war herrlich. Da ist Nugut. Weg damit. Na verdammt. Oh. Wir haben gerade von einem Küstenbeobachter erfahren, dass das Flugzeug mit Admiral Yamamoto in der Luft ist. Oh. Falls eure Vögel noch nicht in der Luft sein sollten, dann bringt ihr sie jetzt besser auf. Okay, da bauen wir mal einige Flieger hier. Gut. Bauen Sie ein paar P-38. Fangen Sie Yamamotos Flugzeug ab und schießen Sie es ab, bevor es das Gebiet verlässt. Katalin, das können Ihnen bei der Suche helfen. Ja, dann macht mal. Wo ist denn jetzt dieser Flieger? Oh Gott, ich speichere das mal lieber. Nicht, dass das wieder so ein komischer Trigger hier ist. Okay. Catalinas, ich brauche mal eure Kompetenz zum Karte erkunden. So, ihr auch bitte Karte erkunden. Alles, was irgendwie fliegen kann, Karten erkunden. Ja, die sind alle... Natürlich sind die alle leer, ne? Ist klar. Oh, was geht hier? Keine Ahnung. Okay. So, wir sollen also Yamamoto suchen. Okay. Jetzt kommst du. Der ist wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? So. Oder hier oben. Das kann auch gut sein, ja? So. Ich kann hier... Wir können hier oben wahrscheinlich noch einen Hafen irgendwo gebrauchen, ne? Hier oder so. Gar nicht mal so... Gar keine schlechte Idee. Okay. Dann müsste ich jetzt aber wissen, wo die... Ach, die sind hier oben mit... Ja, klar. So, was ist da rot? Verdammt. Na gut, egal. Mit Volldampf. Ach, Quatsch, was mache ich denn? Ich kann doch hier oben den Hafen aufbauen. Genau. Bauen wir eine Marinewerft? Gut. Könnt ihr da hin? Da könnt ihr wahrscheinlich hin, oder? Höh! Da war ein Bomber! Okay.
Kommt ihr mal bitte hier unten hin. Da war ein Bomber, den habe ich doch gerade gesehen da oben. So, was ist das hier? Das ist ein U-Boot. Ja, sehr schön. Versenkt. Oh. Da ist ein Bomber. Da ist er. Okay, da unten ist er. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann kommt ihr bitte hier unten hin. Ach du Scheiße, der ist aber weit weg. Der ist aber sau weit weg. Muss ich ja jetzt mal ehrlich mal so sagen. Ich warte. Das reicht doch nie im Leben, hör mal. So, Flieger. Ihr kommt bitte hier unten hin. Ich hab ihn gesehen, er ist da unten. Yamamoto. Mit einem Bomber. Tatsächlich. Kriegen wir den denn dann noch? Fliegt ihr bitte weiter? Ach, verdammt. Ja, da ist er. Ha. Yamamotos Flugzeug wurde abgeschossen. Sehr schön, Freunde. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Da die dritte Flotte durch die Salomonen vorgestoßen ist, sind die Vereinigten Staaten jetzt bereit, die Philippinen zurückzuerobern. Indem lediglich Schlüsselstellungen erobert und langwierige Inselschlachten vermieden wurden, konnten Männer und Material für die lange Strecke aufgespart werden, die noch vor uns liegt. Der Tod von Yamamoto bedeutet einen bösen Schlag für die japanische Moral. Die Japaner haben in ihm aber nicht nur einen verehrten Nationalhelden, sondern auch einen kühnen Militärstrategen verloren. Ohne das taktische Genie von Yamamoto wird es der japanisch-kaiserlichen Kriegsmarine schwerfallen, das Vorrücken der Vereinigten Staaten zu stoppen. Ja, sehr schön, Freunde. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben Yamamoto platt gemacht. Den japanischen Kriegsführer. Hohoi. Ja, schon geil. Schaut euch diese riesen Map an. Aber wir haben es, Freunde. Die Eingeborenen haben wir tatsächlich nicht gebraucht hier. Steinzeitbürger. Oh Mann. Ja gut, okay, Freunde. Das heißt, ihr habt hier einen richtig guten Job gemacht, Flieger. Ich warte. Die hier, genau. Und, ja, nice. Dann können wir sagen, würde ich sagen, können wir doch... Oh. Können wir doch direkt in die nächste Mission springen, ey. Das ist ja rasanter Fortschritt hier. Richtig rasanter Fortschritt. Alles klar. Mission 4. Merrill's Marauders. Was auch immer. Was auch immer das heißt. Aber gut, Freunde, gucken wir uns das einfach mal an. Hört her, Jungs. Das ist der Stand der Dinge. Die 22. und die 38. chinesische Division sind 60 Meilen in das Hukang-Tal einmarschiert und rücken weiter südwärts gegen die japanische 18. Division vor, die aus etwa 7000 Mann nördlich bei Mainquan besteht. Das sind starke, im Dschungel verborgene Verteidigungsstellungen, die jeweils mit 40 bis 100 Japanern bemannt sind. Diese Stellungen schützen die Kamaing-Straße, die für Motorfahrzeuge den einzigen Weg durch das Tal darstellt und außerdem die Hauptversorgungsader des Feindes ist. Wenn wir es schaffen, dem Feind den Zugang zu dieser Straße zu verwehren, haben wir den Schlüssel zur Kontrolle des gesamten Tals auf jeder Seite in der Hand. Zurzeit sind unsere chinesischen Freunde dabei, ihre Hauptoffensive entlang der Achse dieser Straße durchzuführen. Das 112. und das 113. Regiment der 38. Division greifen südlich dieser Straße Richtung Mainquan an, nachdem sie zuvor Taipaga erobert und das Gebiet zwischen den Flüssen Tabang und Tanaika nördlich dieser Straße geräumt haben. Ich habe soeben erfahren, dass das 65. Regiment der 22. Division nur ungefähr 20 Meilen westlich davon Taro eingenommen hat und sich jetzt nach Südosten durchschlägt. Dieser Vormarsch wird die rechte Flanke des Hauptangriffs abdecken. Mein Plan besteht darin, den Einsatz der 5307 mit den Hauptoperationen im Hukang-Tal zu koordinieren, indem ich ihnen Marauder-Einheiten schicke, die alle chinesischen Truppen in großem Bogen östlich umgehen, um hinter den japanischen Frontlinien Straßensperren zu errichten. Ihre erste Mission besteht darin, die Kamaing-Straßenverbindung in der Nähe von Valabum zu unterbrechen und einen Vorkommandoposten anzugreifen, den man dort in der Gegend vermutet. Ich will, dass ihr Marauder von Ningbien nach Tanjaga vorrückt. Wartet dann meine Anweisungen ab.
Die kommen, sobald euch die chinesischen Operationen entlang der Straße im Norden von Mainquan die besten Erfolgsaussichten für einen Überraschungsangriff verschaffen. Okay, Leute, ihr habt eure Befehle. Abmarsch. General Stillwell. Okay, sehr, sehr interessant auf jeden Fall und sehr verwirrend, finde ich. Aber gut, Freunde, wir haben hier eine... Ja, wir sollen eigentlich erstmal diesen Stützpunkt hier angreifen, denke ich mal. Mitten im Moorgebiet. In Japan ist das, glaube ich, oder? Ist das Japan? Ich glaube schon. Erkunden Sie das Gebiet, also Missionsziele, um das Dorf Walaubum. Eliminieren Sie alle Patrouillen und Scharfschütze. Oh Gott. Sichern Sie das Dorf Walaubum, um es als Kommandoposten und Nachschublager zu verwenden. Fordern Sie Fallschirmjäger an, um ihre Truppen zu verstärken. Ach cool. Commander Merrill und Leutnant Stock müssen überleben. Oh Gott, das hört sich komplex an. Aber okay, dann würde ich sagen, bin ich einfach mal gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen. Cutscene. Die beiden vorgeschobenen Platoons, die als Kampfteams Orange und Blau bezeichnet werden, gehen in Deckung, als japanische Aufklärungsflugzeuge auf der Suche nach der Ranger-Elite-Einheit den Luftraum über dem dichten Dschungel durchkämmen. Glauben Sie, die haben uns gesehen, Commander? Wir können nur beten, dass sie das nicht haben. Gut, hören Sie zu, Stock. Ich will, dass Sie und Team Blau dem Fluss bis nach Walaubum folgen. Wir müssen die Kommunikationseinrichtungen zerstören. Das heißt, die Radarstation, die Japaner hier errichtet haben. Sie und Ihre Jungs räumen jeglichen Widerstand aus, auf den Sie unterwegs stoßen. Vergewissern Sie sich, dass die Brücke sicher ist und warten Sie, bis ich das Signal gebe. Ich werde mit Team Orange den nördlichen Hügel umgehen und wir werden uns alle wieder in der Mitte treffen. Klassische Zangenbewegung, kapiert? Kapiert. Wir sehen uns im Dorf. Und passen Sie auf sich auf, Commander. Sie sehen ein bisschen angeschlagen aus. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Sichern Sie einfach diese Brücke und stürmen Sie dann auf mein Zeichen das Dorf. Wir müssen diese japanische Radarstation in Walaubum zerstören. Okay, Jungs, Kopf runter und Schnauze. Die japanische 18. patrouilliert regelmäßig entlang dieser Route. Wenn ihr Unterhaltung wollt, dann kriegt ihr gleich welche. Okay, Jungs. Ihr könnt das Dorf über dieser Anhöhe zu unserer Rechten ja sehen. Wie die Aufklärung dem Oberkommando mitgeteilt hat, besteht die Besatzungsmacht nur aus einer kleinen Garnison, die uns keine Probleme bereiten sollte. Wir müssen auch ihre Bunker erwischen. Meinem Bericht zufolge sind die aber noch im Bau und sollten demnach auch einfach auszuschalten sein. Aber es gibt einen Haken dabei, stimmt's, Sir? Es gibt immer einen Haken. Der Bericht besagt, dass die Japaner irgendwo hinter diesen Mauern über zwei Haubitzen verfügen. Bombshell, ich will, dass Ihr Mörser-Team eine Stellung auf dem Hügel genau über dem Dorf bezieht. Wenn wir anfangen, auf diese Geschützstellungen zu schießen, beginnt ihr damit, Granaten ins Dorf zu werfen, um die Haubitzen aus der Reserve zu locken. Ja, ja, es klang einfach zu gut, um wahr zu sein. Die sind so cool. Klar, wenn Sie hören, dass wir anfangen, die Maschinengewehrnester zu beschießen, sehen Sie zu, dass Sie Ihren Hintern auf den Hügel kriegen und auf das Dorf feuern, was das Zeug hält. Verstanden? Die sind so coole Socken, die Leute hier, ey. Sie müssen das Feuer von den Bunkern auf sich ziehen, wenn sie die Haubitzen aus dem Dorf locken wollen. Ach du Heilige. Was ist das denn hier für eine Karte? Das ist ja voll verwirrend. Okay, Commander Merrill. Yo. Arzt, Zweiter Weltkrieg. Gut, ja, indem sie das Feuer aus den Bunkern auf sich... Ach, wir sind hier ganz unten, ne? Auf sich ziehen, locken sie die Haubitzen aus dem Dorf. Feuer der Bunker. Okay, wieder Zeit zum Sterben. Wir machen also eine klassische Zangenbewegung. Freunde, das... Das heißt tatsächlich, dass wir dann hier... Ja, von zwei Seiten quasi angreifen, rechts und links, und dann in der Mitte den Gegner einkassieren. Was? Achtung, Minen! Lassen Sie den Ingenieur das Minenfeld räumen und achten Sie auf weitere, denn diese Gegend ist wahrscheinlich übersät davon. Achten Sie auf Landminen. Ach, du Heilige. Ingenieure? Da, hier. Ingenieur. Wo sind denn hier Minen? Minen? Ah, hier. Dann hier irgendwo, wa?
Okay, Ingenieur. Wo sind denn hier Minen? Gute Arbeit. Halten Sie Ihre Augen nach weiteren Minen offen. Sie erscheinen als helle weiße Punkte auf Ihrer Minikarte. Japanische Patrouille voraus. Oh. Runter. Okay. Wohin, Sir? Sir, jawohl, Sir. Okay, das ist heftig. Das ist eine ziemliche sneaky Mission hier, ne? Oh, okay. Okay. Und bam, und weg damit. Positionieren Sie Bullseye und sein Mörserteam entsprechend Commander Marys Anweisungen auf diesem Hügel. Ach du Heilige. Okay. Perfekt, jetzt haben wir einen neuen Ingenieur. Es könnte sich als nützlich erweisen. Okay, okay, okay. Da oben, 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 da oben. Er könnte sich als nützlich erweisen. Okay. Ah, japanische 18. Infanterie. Ja, okay. Das heißt, wir können hier drauf ballern. Wir werden angegriffen. Gut. Ah, da sind die... Da sind die Haubitzen. Okay. Ach, du Scheiße. Um Himmels Willen, Freunde. Was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott, mach die kaputt. Boah, wunderbar hier. Sehr gut. Boah. Sie werden den Tag verfluchen, ja. Und jetzt? Indem Sie das Feuer aus den Bunkern auf sich ziehen, locken Sie die Haubitzen aus dem Dorf. Sichern Sie das Dorf, indem Sie sowohl Commander Mary als auch Leutnant Stock hinter die Mauern einschleusen. Kann ich helfen? Sir, jawohl, Sir. Okay. Sir, jawohl, Sir. Hinter die Mauern. China! Okay, China ist unser Verbündeter? Sir, jawohl, bitte was? Okay. Ja, und kaputt. Perfekt. Alles klar. Sir, jawohl, Sir. Warum geht ihr nicht hier rein? Zu, ja, das ist zu. Lustig. Wie sollen wir denn jetzt das... Alter! Was ist denn hier los? Steinzeithäuser, warum das denn? What? Ach so, ja, nee, lass das mal. Wo denn? Ach, da! Da unten. Okay. So. Oh Gott, noch mehr Bunker. Nein, 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 nein. Aber wie soll ich den denn in die Mauern einschleusen? Gehen wir. Die suchen sich da irgendeinen Weg, ne, wenn wir da rein wollen. Tiger, wir müssen auf diese Biester achten. Oh. Tiger. Okay. Interessant, ey. Nee, nee, nicht aufteilen. Um Gottes Willen, nicht aufteilen. Hinter der Mauer. Ja, aber wie sollen wir denn hier rein? So sei es. Wir kommen hier nicht rein. Wartet mal. Sichern Sie das Dorf, indem Sie sowohl Commander Merrill als auch Leutnant Stock hinter die Mauern einschleusen. Ach. Ach, hier, oder was? Commander Merrill? Leuchtet. Ah, okay. Okay, die müssen hier runter. Natürlich, Sir. Alles klar, die müssen also hier runter. Achten Sie auf Scharfschützen. Landminen und versteckte feindliche Maschinengewehre. Oh Mann. Runter. Oh Gott. Japanische Patrouille voraus. Oh Gott. Okay. Boah, sind die stark. Okay. Dann kommt mal bitte zurück. Verdammt. Sie werden den Tag verfluchen. Ganz genau, Freunde. Ach, deswegen müssen wir diese Zangenbewegung machen. Okay, verstehe, Freunde. Verstehe. Sammelt euch bitte hier. Wo denn jetzt? Ach, hier oben. Ach, du Scheiße. Okay. Was ist das für ein Konvoi? Verdammt, diese Stechmücken und Insekten sind unerträglich. Der gesamte Dschungel steckt voller Krankheiten. Wir brauchen so schnell wie möglich ärztliche Versorgung. So. Jetzt rein ins Dorf zu unserem Rendezvous mit Commander Merrill. Achtet auf Scharfschützen in den Bäumen und auf Stolperdrähte auf der Straße. Oh Gott. Diese verschlagenen Bastarde. Boah, verdammt. Minenfelder entlang der Straße angelegt. Kann ich zu Diensten sein? Wir haben Partisanen, aber keinen Ingenieur mehr, ne? Wir haben Ärzte, das ist gut.
Wir haben echt keine Ingenieure. Wir werden angegriffen. Was zur... Was wollt ihr denn jetzt noch hier? Verdammt. Ach, da oben ist noch einer. Da ist noch einer, ja. Oh ja, schieß den ab, los. Paller den ab. Sehr schön, Partisanen. Shit. Hier liegt irgendwo eine fette Mine rum, aber wir haben keinen Ingenieur mehr. Hindern Sie den japanischen Kommandanten. Ja, okay. Sichern Sie die Brücke. Das haben wir ja schon gemacht. Oder? Warte mal. Ja, dann, Heckenschütze. Was zur... Wer schießt da auf mich? Ach, da ist noch einer! Boah, wie viel hält denn der aus, sag mal. So, jetzt. So, wunderbar hier. Da ist noch einer! Da oben. Jawoll, sehr schön. Wir sollen die Brücke sichern. Das, ah, da ist doch einer. Da ist doch einer, sehr gut. Okay. Der kann dann mal nach vorne gehen. Puh, ey. Okay, hier ist die Brücke. Aber die ist gesichert. Sehr gut, Freunde. Sehr gut. Ja. Da ist irgendwo eine Mine. Irgendwo hier ist tatsächlich eine Mine. Das ist gerade ein bisschen... Die sieht man aber auch gar nicht auf der Karte, oder? Die sieht man gar nicht, die Minen, finde ich. Also, nö. Hallo Ärzte, könnt ihr mal bitte hier hinten heilen? Halt die Männer, die brauchen wir. Partisanen, so. Gut, dann haben wir jetzt hier Team 2. Sehr gut. Und genau, heilt ihr mal bitte die Einheiten hoch. Ärzte. Diesmal nicht, setze mich im Arsch. Nee, diesmal nicht. Okay. Das heißt, ich in dieser Folge würde ich jetzt noch in das Dorf hier einmarschieren. Jawoll. Und dann, ja, die Folge auch beenden im Prinzip. Weil wir haben schon wieder die Folge voll. Das ist ja wirklich unfassbar. Ach! What? Oh nein! Nein, 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 nein. Perfekt, jetzt haben wir einen neuen Ingenieur. Er könnte sich als nützlich erweisen. Ja, aber... Ach du Heilige, da sind noch mehr Einheiten drin. Kann ich behilflich sein? Duff Boy. Was zur Hölle? Arzt Zweiter Weltkrieg? Was ist denn hier der Ingenieur? Ja, gut. Was ist das hier? Was ist hier? Ist irgendwas von... Ach, da oben! Ah, okay, Ingenieur. Natürlich, Sir. Euer Befehl? Sir, jawohl, Sir. Das ist jetzt die Frage, ne? So sei es. Wie kommen wir hier rein, verdammt? Wir sind jetzt hier schon in der Zangenbewegung. Aber... Ach, jetzt tatsächlich hier vorbei? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder doch? Achtung. Jetzt doch, okay. Ja dann. Ah, hier ist ein Durchgang. Ah, okay. Hier ist also ein Durchgang. Oh nein, 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 nein. Oh, die sind so heftig, die Bunker. Nein, lauf doch nicht an dem Bunker vorbei. Du Vollidiot. Ihr bitte auch nicht. Einfach hier außen rumlaufen. Verdammt, diese Stechmücken und Insekten sind unerträglich. Oh, Junge. Leute! So. Wir brauchen so schnell wie möglich ärztliche Versorgung. Oh Gott, was ist denn da noch? Oh, um Himmels Willen. Überall diese scheiß Bunker hier. Oh, Gott sei Dank. Oh, jetzt hört doch mal auf. Alter, was? Nee, 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 nee. Was zur... Ah, die schießt auf Bunker, sehr gut. Nein, jetzt geht doch mal da raus. Oh Gott, dieser Bunker. Noch mehr Bunker. Boah. Ey, Freunde. Wir müssen den hier irgendwie einschleusen, verdammt. Hä?
Könnt ihr jetzt mal hier hochgehen? Ihr seid echt so dumm, kann das sein? Ja, dann macht ihn halt kaputt. Dann macht ihn halt im Arsch. Meine Güte, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Mensch. So. Okay, und ihr kommt hier nicht hoch, oder was? Aber hier ist doch kein Durchgang. Was zur... Was soll ich machen, Freunde? Was soll ich hier machen? Hindern Sie den japanischen... Ja, okay, hab ich gemacht. Aber... Da. Ach, das... Das ist nur für die Partisanen. Na toll. Einschleusen, aber wie soll ich den denn hier einschleusen, sagt mal. Dann geht mal wieder zurück. Ich weiß ja nicht. Ich warte. Duff Boy. Sir, jawohl, Sir. Ingenieur? Da kann ich auch nichts mit anfangen. Ja. Leutnant Stock. Achtung. Was wird denn gebraucht? Jawohl. Was wird denn gebraucht? Ja, ich brauche hier. Ich muss hier rein. Aber wie soll ich denn hier rein, sagt mal. Erwarte Befehle. Marinesoldat. Arzt Zweiter Weltkrieg. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja, Sir. Jetzt lass doch mal die Festung in Ruhe. Ja, toll. Hä? Kommt ihr hier irgendwie rein? Kommt ihr hier rein? Partisanen könnten hier rein, ne? Oder... Kommt ihr hier irgendwie rein? Ne, die laufen im Kreis rum, toll. Hä? Sir, jawohl, Sir. Freunde, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie sollen wir hier weiterkommen? Sie werden den Tag verfluchen. Wir müssen hier irgendwie rein. Ja, das Ding ist bald kaputt, aber... So. Festung ist im Arsch. So, hier ist ein kaputter Truck. Wie kriege ich jetzt die Generäle hier rein? Das ist eine sehr gute Frage. Commander Merrill, so, kommst du hier rein? Wo rennst denn du hin, sag mal? Was können denn die Ingenieure irgendwas? General? Jawohl, ja, Kommandant? Wo ist hier der? Da ist er. So. Kannst du irgendwas? Fertig, Sir. Natürlich, Sir. Kannst du hier irgendwas kaputt machen oder so? Irgendwie muss man doch hier reinkommen. Wie kann ich zu Diensten sein? Och nee, Freunde. Hä? Jetzt hänge ich. Hindern Sie die, sichern Sie das Dorf, indem Sie sowohl Kommando hinter die Mauern einschleusen. Was zur Hölle? Hinter die Mauern einschleusen. Pff, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ich behilflich sein? Hier können wir ja auch nicht draufballern. Sir, jawohl, Sir. Ihr kommt hier auch nicht rein. Also irgendwas ist hier gerade echt saukomisch. Wir stehen hier vor beiden Toren. Ah, guck mal. Okay. Partisanen. Ah, Partisanen können rein. Okay, Partisanen können rein. Okay. Ach du Scheiße, die halten aber zu viel aus. Oh, nein. Raus. Ach, guck mal. Jetzt ist es blau. Wohin, Sir? Natürlich, Sir. Jetzt können wir die Tore aufmachen. Ah, okay. Wir werden angegriffen. Ich warte. Sir. Wohin, Sir? Okay, das heißt, jetzt können wir hier rein. Ah, oh, perfekt, Freunde. Perfekt, also wir mussten einfach mit Partisanen hier rein.
Okay, nice. Alles klar. Kommt mal alle hier rein. So, sobald das hier zerstört ist, erhalten sie neue Anweisungen. Alles klar, ja, endlich. Zerstören sie die Radarzentrale. Ja, okay, dann machen wir das. Allerdings, Freunde, wie es dann weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal, weil leider ist die Folge schon voll. Würde ich sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie privat zu quatschen, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.